Flug über Bagan im Herzen von Birma. Tausende von jahrhundertealten Tempeln gibt es auf dieser Ebene. Doch trotz atemberaubenden Sehenswürdigkeiten wie diesen ist der Tourismus in dem südostasiatischen Land kaum entwickelt. Viele Reiseveranstalter und Touristen wollen nicht, dass ihr Geld letztlich bei Birmas Militärregime landet. Doch immer mehr Menschen finden, dass auch dieses Land mit gutem Gewissen bereist werden kann. Die Prämisse dafür war, dass ich möglichst nicht mit Institutionen zusammenarbeite, die offensichtlich dem Staat angehören, sondern versuche, bei privaten Unternehmen zu bleiben, bei privaten Leuten zu nächtigen und auch möglichst viel mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt kommen, soweit es sie natürlich nicht gefährdet. Und wir versuchen, ein eigenes Bild über die Situation zu machen. Diese Situation macht 2007 weltweit Schlagzeilen. Zehntausende Menschen demonstrieren damals friedlich. Die Regierung schlägt die Proteste brutal nieder. Mehr als 3000 Menschen werden verhaftet, viele zu 65 Jahren und mehr Gefängnis verurteilt. Papalei war einen Monat lang in Haft, zum dritten Mal. Seine Schauspieltruppe, die Mustache Brothers, darf nur noch im kleinen Kreis auftreten, etwa vor Touristen. Touristen kommen überall hin und sehen sich um. Die Kamera des Touristen, sein Auge, sein Ohr, mehr brauchen wir nicht. Birma will keinen Kontakt mit der westlichen Welt. Und durch den Boykott des Landes bestärken wir letztlich nur die Meinung der Menschen in Birma, dass Birma vom Rest der Welt getrennt bleiben sollte. Die misstrauischen Machthaber wollen ihr Land keine neugierigen Blicken preisgeben. Ein Großteil von Birma ist daher für Fremde unzugänglich. Die meisten Besucher sehen nur einige wenige Stätten. So haben die meisten Birmaner keinen Kontakt mit Touristen. Wir haben hier nichts vom Tourismus. Davon profitiert nur die Regierung. Noch kommen nur wenige Reisende nach Birma. Sie bringen etwas zusätzliches Geld in manche Regionen. Vor allem aber sind sie eine Brücke zwischen den isoliert lebenden Menschen und dem Rest der Welt.